Kennt ihr Durisol? Dies ist ein Baustoff, der zu 80-90% aus Holzspänen, Portlandzement und mineralischen Zuschlagstoffen besteht. Einem Hersteller zufolge vereinen die Durisol-Blöcke das Beste aus Holz und Zement. Sie sind leicht, aber auch sehr schall- und wärmedämmend. Die Abmessungen und Formen können ganz unterschiedlich sein. Ein typischer Block mit den Abmessungen 37,5 x 25 x 50 cm wiegt 14 Kilogramm, ist widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen wie gelegentliches Hämmern und lässt sich gut verputzen, was die Nachbearbeitung erleichtert. Dank seiner Feuchtigkeits- und Frostbeständigkeit sind die Arbeiten wetterunabhängig. Bei Bedarf können viele Blöcke mit Styroporeinlagen ergänzt werden, um eine noch bessere Wärmedämmung zu erzielen. Während der Napoleonischen Kriege wurden sogenannte Gabionen verwendet, um seine Waffen und Truppen zu schützen. Man hat einen Korb genommen, ihn mit Steinen und Erde gefüllt, ihn um die Stellungen herum aufgestellt. Voilà, schon war der Schutz fertig. Auch die Bauarbeiter wussten die Einfachheit und Effizienz der Gabionen zu schätzen. Diese werden heute noch verwendet, anstatt herkömmlicher Zäune. Als Teil dieses Projekts errichteten Arbeiter beispielsweise einen 2,2 Meter hohen und 41 Meter langen Gabionenzaun und füllten ihn mit Basalt. Das Hauptmaterial ist 3 mm dünner als Stahldraht. Der Hersteller bietet auch eine Vielzahl von Möbeln und Stützmauern an. Man kann sie mit Schutt füllen, was zum Beispiel in Ungarn sehr beliebt ist. Ein Block mit einer Seitenlänge von 50 cm kostet bescheidene 14 Euro. Im Jahr 2004 kam in den USA eine interessante Statistik heraus. Jeder US-Bürger verbrauchte jährlich 8 bis 10 Quadratmeter Trockenbau. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie viele Quadratmeter das heutzutage sind. Deswegen bleiben solche Kits für Trockenbauarbeiten stets relevant. Stellen Sie Ihre eigene gebogene Trockenbaudecke her, um Zeit und Geld zu sparen, schlägt der Händler vor und zeigt die gebogenen Cobra-Profile und Konkavstützen. Auch Bögen, Kreise und S-förmige Elemente sind möglich. Die Profile sind aus 0,6 mm verzinktem Stahl und in 5 Größen erhältlich. Man kann auch alleine arbeiten. Das Profil wird von Hand gebogen und hält die vorgegebene Form, während die Stützen leicht angesetzt werden können und automatisch einrasten. Damit ist der Arbeitsvorgang auch für den Laien verständlich und erfordert keinen Berg an Werkzeugen oder eine Menge Aufwand. Dieses Unternehmen mit Sitz in Österreich zählt zu den führenden Herstellern von Tonbaustoffen. Und während die Experten im Video zeigen, wie die Tondachziegel richtig verlegt werden, schauen wir uns die Eigenschaften an. Die Dachziegel halten mindestens 100 Jahre, sind beständig gegen UV-Strahlung, Hagel und sogar sauren Regen. Atmen und sorgen für Schalldämmung sind für die Gesundheit unbedenklich. Natürlich stellt der Hersteller nicht nur Dachziegel her, sondern auch andere Dinge. Und das Unternehmen bezieht seinen Ton aus seinen eigenen Fundstätten, sodass man sich keine Sorgen um die Qualität machen muss. Eine Palette mit 240 Stück, die 323 x 211 mm groß sind, kostet etwa 474 Euro. Laut den pessimistischen Prognosen von Umweltschützern könnten Amsterdam, Kalkutta und mehrere andere Großstädte bis 2030 überflutet sein. Auch für die anderen Städte ist es zu früh, um sich zu entspannen. Sogar Katar erlebte im Jahr 2080 heftige Regenfälle, die die Straßen in Flüsse verwandelten. Daher ist ein leistungsstarkes Drainagensystem für viele Städte eine gute Investition. Diese Option eignet sich perfekt für eine Straße oder einen Flughafen. Die Standardeinheit ist 49 cm x 20 cm x 63 cm groß und wiegt 70 Kilogramm.
Das obere Element kann in Höhe des Bürgersteigs verlegt und je nach Kundenwunsch angepasst werden. Die Preise sind auf Anfrage erhältlich. Über das Auffangen von Regenwasser haben wir heute bereits gesprochen. Allerdings muss das Wasser irgendwo gespeichert werden. Dabei hilft Urban Ponds. Das ist ein modulares unterirdisches Speichersystem aus Betonfertigteilen, das die Funktion von Teichen und offenen Rückhaltebecken nachahmt. Es hat einen hohen Hohlraumanteil, um das Regenwasservolumen zu maximieren. Die Module sind 2,4 x 2,4 oder 2,4 x 5 Meter groß und verfügen über Trennwände. Das Speichersystem kann unter Straßen, Parkplätzen und Landschaftsbereichen in verschiedenen Formen, Größen und Tiefen platziert werden. Das System leitet das angesammelte Wasser langsam ab, ohne dass der Boden sich absetzt. Außerdem können die Module problemlos übereinander gestapelt werden, was in dicht besiedelten Gebieten wichtig ist. Beton ist ein langlebiges Material, aber nur wenn es richtig gepflegt wird. Immobilienbesitzer sind sich dieser Tatsache jedoch oft nicht bewusst und müssen am Ende Unmengen für Reparaturen zahlen. Die Instandhaltung, Restaurierung oder der Austausch von Betonelementen ist eine Aufgabe für jene Fachleute, die wir euch jetzt zeigen. Sie beschäftigen sich mit Dehnungsfugen. Diese Fugen tragen dazu bei, die Belastung zu verringern. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen. Zum Beispiel gibt es antiseismische Fugen für Erdbebengebiete. Dieses Video zeigt die grundlegenden Arbeitsschritte. Zunächst müssen die Fugen gereinigt werden, dann werden sie mit Sand gefüllt. Danach wird ein Polyurethanband aufgelegt und die letzte Schicht besteht aus Dichtungsmasse. Einige clevere Nutzer haben den Vorgang bereits wiederholt und danken den Handwerkern für so ein detailliertes Video. Die perfekte Lösung für Wohngewerbe und Industriebauten, sagt der Verkäufer über diese Modulschalung. Und er hat ein starkes Argument. Dies ist jene Schalung, die für eine der größten Baustellen der Welt im Jahr 2019 verwendet wurde. Die Expo 2020 in Dubai. Mit 50 Quadratmetern Fläche, mehr als 11 Millionen Besuchern, Photovoltaik, Bäumen und einer 67,5 Meter hohen Kuppel sind die Dimensionen beeindruckend, sodass diese leichte, aber robuste Schalung äußerst praktisch ist. Die Höhe ist frei wählbar, der klassische Durchmesser der Röhre liegt bei 125 mm. Das Grundmaterial ist recyceltes Polypropylen. Die Schalung eignet sich für Neigungen bis zu 8 Grad und ist für fast jedes Projekt geeignet, von Schulen bis zu Kühlhäusern. Diese Schalung kommt bei Bordstein- und Rinnenarbeiten zum Einsatz. Die Beschreibung ist vielversprechend. Das sei nicht nur die weltweit erste Schalung dieser Art, sondern sie steigere auch die Produktivität um bis zu 32%. Und man brauche um 25% weniger Material. Ein echtes Wunder. Für 4.540 Euro erhalten die Kunden 29 höhenverstellbare Stützen und 28 verschiedene Schalungsprofile, alle verpackt in einer 3x1 x 0,5 Meter großen Kiste. Die Montage ist in wenigen Schritten und Minuten erledigt, das gewünschte Element wird millimetergenau ausgerichtet. Nun widmen wir uns dem Fenstereinbau. Die Experten verwenden gleich mehrere Lösungen. Der elastische Dämmschaum hat einen geringeren Expansionsdruck und eignet sich daher für zerbrechliche Konstruktionen. Haftet zudem perfekt auf unterschiedlichsten Baustoffen und lässt sich leicht mit einer Schaumpistole verarbeiten. Und das selbstexpandierende Dichtband hilft nicht nur bei Fenstern, sondern auch bei Fassadenfugen, da es extremen Temperaturen standhält und Unebenheiten bestens ausfüllt. Diese Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten verleiht den Fenstern eine zuverlässige Wärmedämmung, schützt vor Feuchtigkeit und Schimmel sowie Straßenlärm. Das ist sauber, sparsam und bei den aktuellen Heizpreisen aktueller denn je. Punkt
Bunker sind derzeit sehr beliebt. So verzeichnete eine US-Firma im Jahr 2020 einen Anstieg der Nachfrage um bis zu 2000%. In puncto Komfort stehen moderne Bunkerwohnungen oft in nichts nach. Drinnen gibt es Badezimmer, Schlafzimmer, Büros, Wohnzimmer und weitere Bereiche mit entsprechenden Geräten und Möbeln. Hier seht ihr die Bunker des Unternehmens Atlas Survival Shelters, welches die weltweit größte Fabrik für die Bunkerproduktion besitzt. Selbst kompakte Optionen sollen es ermöglichen, einen Monat lang unter der Erde zu bleiben. In geräumigeren Bunkern soll es genug Vorräte für ein halbes Jahr geben. Das Unternehmen verspricht Lieferung und Installation überall auf der Welt, sowie Schweizer Luftfiltersysteme und dazu die Möglichkeit, mehrere Bunker miteinander zu verbinden, wenn man das Geld hat. Der ungefähre Preis für einen kompakten Bunker beträgt 15.000 US-Dollar. Eine weitere interessante Idee sind Kapselbunker, in denen man für 16.000 Euro einen eigenen Platz kaufen kann. Es bleibt nur abzuwarten, bis sie eine Art Unterschlupf aus der Fallout-Serie bilden. Du willst einen tollen Film in wenigen Minuten anschauen, ohne zurückzuspulen? Kein Problem! Der Süßes Popcorn-Kanal hat ein mega bequemes Format, das nur auf dich wartet. Kurze Nacherzählungen von Filmen, vom Autorenfilm bis zum Hollywood-Blockbuster. Hol dir dein unbegrenztes Ticket, indem du auf Abonnieren klickst.